Schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel. Ich möchte Ihnen heute was erzählen im Rahmen unserer Serie Konzepte über den Begriff des Delirs. Delir ist eigentlich keine Krankheit, sondern ist eher ein komplexes, häufiges Syndrom, das vor allen Dingen im Alter vermehrt vorkommt. Meistens hat man damit eher so im Krankenhaus zu tun, aber es gibt doch durchaus eine Menge fluktuierender Delirien, auch in Altenheimen und auch in der ambulanten Versorgung. Ein Delir ist letztlich so etwas wie eine Diskonnektivität, das heißt, die Verbindung von verschiedenen Hirnhubs, die kollabiert plötzlich. Also eine Störung der funktionellen Konnektivität unterschiedlicher Hirnbereiche, die zusammen komplexe kognitive Fähigkeiten wie Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Wachheit überhaupt erst ermöglichen. Und daran kann man einen Delir in der Regel auch erkennen, also an Bewusstseinsveränderungen, an der mangelnden Wachheit und Aufmerksamkeit, an der mangelnden Kontrolle. Auch das Denken wird konfus und inkohärent. Auch Psychosen können dabei entstehen, Wahnvorstellungen, halluzinatorisches Erleben, die Motorik kann sich verändern, das Schlafverhalten. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die mit einem Delir zusammenhängen. Naja, und das fluktuiert stark. Also bei jungen Menschen ist so ein Delir in der Regel ziemlich schnell wieder weg, aber bei alten Menschen kommt und geht das im Tages- und im Wochenverlauf. Und kann in dieser fluktuierenden Form wochenlang, ja sogar monatelang anhalten. Es ist also nicht so eine kurze Angelegenheit, sondern etwas, das über sehr lange Zeit das Verhalten und das Erleben eines Menschen prägen kann. Und bei Älteren ist das halt so, die haben sowieso eine sehr delikate Balance der kognitiven Funktionen. Die Reserven sind relativ schnell erschöpft. Und dann reichen kleine Stressoren, wie zum Beispiel zu wenig trinken oder eine Medikamentenunverträglichkeit oder ein Sturz, damit ein solches Delir eintreten kann. Ein Delir ist im Grunde genommen immer eine Notfallsituation und erfordert eigentlich sofort den Einsatz eines Arztes, um abzuklären, ob ein Eingriff wie auch immer notwendig ist, um die Ursache des Delirs zu beheben. Delirien können hyperaktiv sein, das ist so, was man sich meistens darunter vorstellt, also eine aufgeregte, sehr angestrengte Verfassung, voll mit wirren Ideen, ohne dass der Mensch weiß, wer er ist und wo er ist. Im Unterschied zur Demenz ist das dann eher etwas, das plötzlich auftritt und nicht so ganz allmählich. Aber im Alter haben wir auch sehr viele hypoaktive Delirien, also die eher durch Passivität, mangelnde Reaktibilität gekennzeichnet ist. Also die Menschen, die sind sehr apathisch, reaktionsarm. Und das ist eher so eine Form des Delirs, die man leichter übersieht und die auch sehr viel schwieriger zu behandeln ist. In der Regel hat man eher Behandlungskonzepte für hyperaktive Delirien, sehr viel weniger für hypoaktive Delirien. Naja, weil Delirien im Grunde genommen eine akute Gesundheitskrise darstellen, ist es eigentlich ziemlich wichtig, möglichst schnell einzugreifen. Und die niederländische Studie, über die ich jetzt berichten will, die geht von folgendem Szenario aus. Also eine Person lebt im Heim oder zu Hause und die Angehörigen oder die Pflegekraft tut beim Arzt oder im Krankenhaus an und sagt, also Herr Meier hat sich sehr verändert, der zeigt komische Symptome hier. Und da sagen die Niederländer, es wäre jetzt wichtig, dass die jeweilige Fachkraft, wo immer die sitzt, beim Arzt oder im Krankenhaus, in der Lage ist, ein ganz bestimmtes Set von Fragen in einer ganz bestimmten Reihenfolge zu stellen, um abzuklären, ob es sich höchstwahrscheinlich um ein Delir handelt oder nicht. Ja, so, das ist die Ausgangslage für diese niederländische Studie. Und diese Abfolge der Fragen, die will ich Ihnen mal vorstellen. Also die erste Frage ist, ist denn im Grunde genommen schon eine Überweisung für die Abklärung von Demenz und Delir ergangen? Also hat ein Arzt oder ein Krankenhaus denn schon gesagt, das muss dringend geklärt werden? Wenn so etwas vorliegt, so eine Überweisung oder so eine Aufforderung, das zu tun, dann sollte eine Abklärung sehr schnell erfolgen, weil das Risiko eines Delirs in der Regel sehr hoch ist. Okay, ist das nicht der Fall? Also ist nicht so die Vorstellung oder eine Überweisung für eine Abklärung für Demenz vorhanden? Dann
gibt es zwei weitere Fragen, nämlich hat sich seit Beginn der Symptome, also seitdem derjenige so Veränderungen zeigt, das Schlafverhalten geändert oder zweitens verhält sich der Patient manchmal so wie zu Beginn der Symptome? Und wenn beides nicht vorliegt, also wenn sich das Schlafverhalten eigentlich nicht geändert hat, und wenn der Patient sich eigentlich im Großen und Ganzen doch eher so verhält wie vor Beginn der Symptome, dann gibt es keinen Verdacht auf Delir. Also es ist was anderes, aber es ist keine dringende Abklärung eines Delirs notwendig. Liegt aber eines der beiden vor, also entweder der Schlaf hat sich verändert oder auch der Mensch verhält sich deutlich anders, als er sich vor Beginn dieser gesamten Symptome verhalten hat, dann gibt es vier weitere Fragen, die gestellt werden. Also noch einmal, Schlaf hat sich verändert und Verhalten hat sich verändert. Und wenn die beiden Variablen sich verändert haben, dann gibt es vier weitere Fragen, nämlich sieht er Dinge, hört er Dinge, die andere nicht hören oder sehen? Zweitens, ist er deutlich misstrauischer geworden? Ja. Drittens, hat er bereits schon mal ein Delir gehabt? Und viertens, ist die Person erst jüngst aus dem Krankenhaus entlassen worden? Und wenn einer dieser vier Fragen, ich wiederhole nochmal, sieht er Dinge, die oder hört er Dinge, die andere nicht hören, ist er deutlich misstrauischer geworden? Ja, hat er bereits ein Delir gehabt oder auch ist er erst kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen worden? Wenn eine oder auch alle dieser vier Fragen zutreffen, dann sollte dringend eine Abklärung auf Delir erfolgen. So denken die sich diese Logik. Und das haben die jetzt auch mal ausprobiert in den Niederlanden und haben dabei festgestellt, dass man sehr viel häufiger in der Lage ist, einen Verdacht auf Delir begründet auszusprechen. Das heißt also, die Sprechstundenhilfe beim Arzt oder der Pflegende im Altenheim, der dann den Arzt anruft oder das Krankenhaus anruft, ja, wenn da in dieser Weise die Fragen gestellt werden, dann kann man relativ klar einen Verdacht auf Delir begründet aussprechen und dann sagen, kommen Sie sofort her, wir klären ab, was das ist. Das ist durchaus wichtig, weil Delirien können lebensbedrohliche Zustände sein und müssen im Grunde genommen rasch und schnell erkannt werden. Okay, Sie können das Ganze wieder nachlesen. Es gibt dazu einen schönen Text, den wir parallel dazu auf unseren Blog stellen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem Konzept des Delirs und ja, hoffe, dass Sie sich auch mit den anderen Dingen anschauen, die wir so alle veröffentlichen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.